Jetzt stehen wir hier vor einem Fährableger. Das wird der erste einer langen Serie von Fährfahrten, die wir in dieser Tour unternehmen. Denn wir wollen uns entlang der Küstenlinie weiter bewegen. Durch die Fjorde ist es so, dass man entweder um die Fjorde rumfahren kann, auf der Straße, dass man über eine Fähre den Fjord quert oder dass man über eine Brücke oder einen Tunnel den Fjord quert. Die Straßen sind kostenfrei. Die Fähren sind immer kostenpflichtig. Und bei Straßen und Tunneln ist es so, wenn dort irgendwann die Herstellungskosten eingespielt wurden, werden die mautfrei sein. Wir sind ein bisschen zeitig zum Fähranleger gekommen. Das gibt mir Zeit, einige Clips zu drehen, bis die Fähre kommt. Von Brinsholmen bis Bottenham ist es nicht sehr weit. Eine Tasse Kaffee und dann sind wir schon bald da. Wir kennen diesen Campingplatz von unserer Reise in 2011. Hier hat sich viel verändert. Das will ich mir doch ansehen. Viele Dauercamper haben ihr Domizil jetzt hier aufgebaut. Die gab es damals nicht. Auch diese Miethütten sind frisch dazugekommen, in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen. Auch Schlaffässer werden angeboten. Und der Knaller sind die neuen Badezimmer. Das ist der neue Trend, habe ich schon öfters festgestellt. Auch Küche und Gemeinschaftsraum sind neu. Und wenn das alles irgendwann einmal fertig ist, wird das eine tolle Anlage werden. Ja, wir haben unsere Salatbar dabei. Wie ihr seht, in Blumenkästen. Wir sind noch einmal nach Senja gekommen, weil wir uns ein bisschen in die Insel verliebt haben. Ungefähr 20 Kilometer vom Campingplatz entfernt liegt das Dörfchen Gibostad. Es ist zwar nicht viel los hier, aber die großen Schifffahrtslinien ziehen hier vorbei. Unter anderem die Hurtigruten. Heute fährt die Nordlys nordwärts bis Kiruna.
Wir laufen mal durchs Dorf. Einen neuen Hafen gibt es zu bewundern. Weiter geht's. Wir haben heute noch einige Kilometer zu fahren. Vorbei an gefrorenen Seen und durch Tunnel nehmen wir die Straße unter die Räder. Bald kommen wir nach Bergsboden, einer Aussichtsplattform der besonderen Art. Auch Norwegen hat seine nationalen Touristenstraßen. Es gibt 18 ausgewählte Streckenabschnitte in diesem Land, die landschaftlich wunderschön sind. Sie ziehen sich meist entlang der Küste von Nord nach Süd, aber einige sind auch im Landesinneren. Wir werden versuchen, so viel wie möglich der Straßen abzufahren. Eine davon ist hier auf Senja, die Straße 862. Sie zieht sich hier an der Küste entlang und ich kann euch versprechen, es gibt einige schöne Highlights hier zu entdecken. Wir steuern auf Tungeneset zu. Am äußersten Ende der Landzunge zwischen Steinfjord und Ersfjord befindet sich der Rastplatz Tungeneset. Ein Holzweg aus sibirischer Lärche führt über die Klippen hinunter zum Wasser. Hier gibt es eine grandiose Aussicht auf das Gebirgsmassiv Ochsen mit seinen spitz zulaufenden Gipfeln. Es wird versucht, den Norden Norwegens mit Einfallsreichtum zu beleben. Im Falle der kleinen Siedlung Ersfjord auf Senja baute man ein Klo. Doch nicht irgendeins, nein. Es leuchtet schon von Ferne golden dem bedürftigen Gast entgegen. Gekostet hat dieses Goldstück unter den Toilettenhäuschen schlappe 3 Millionen Kronen. Die spinnen die Norweger. Wir haben Besuch bekommen. Gemeinsam unternehmen wir einen Spaziergang in die nähere Umgebung. Lange haben wir uns nicht mehr gesehen und so haben wir viel zu erzählen. Wir tauschen unsere Erlebnisse und Erfahrungen aus Norwegen und Schweden aus.
Und weil es so windig und kalt ist, ziehen wir uns in eine Grillhütte auf dem Campingplatz zurück. So nimmt unser gemeinsamer Abend seinen Verlauf. Am neuen Morgen verabschieden wir uns von den Freunden. Sie zieht es nach Hause zu ihrem geliebten Haus mit Garten und wir trollen uns in Richtung Hafen. Unterwegs halten wir noch kurz am Trollpark an. Und wenn Straßenschilder nach ihnen benannt werden, muss es sie doch auch wirklich geben. Weiter geht's zur Marina Hamnisenja, eine gediegene Anlage. Hier rechts führte noch vor wenigen Jahren der Weg nach oben über den Pass, dann weiter um den gesamten Fjord. Heute fahren wir zum ersten Mal durch den neuen Tunnel, später über die ebenso neue Brücke und dann nach Grillefjord abzubiegen. Eine Erleichterung. Und als wir in Grillefjord einlaufen, schwand mir Böses. Alle Wartespuren sind belegt. Die Fähre kommt und fährt. Und wir sind noch da. Aber Pole Position. Spur 1, Platz 1. Da hätte ich 3 Stunden Zeit, hier Platz zu nehmen. Aber nur mit Termin. Zu spät. Das gibt uns Zeit, die Wandgemälde der Christine Lura zu bewundern. Sie hat sich im gesamten Ort verewigt. Wir entdecken noch etwas für echte Kerle. Das Übersetzungsprogramm sagt mir, hier bitte echte Mannpuss. Vorbei an der Feuerwehr finden wir einen gemütlichen Grillplatz. Leider fehlt uns das Zubehör. Und irgendwann legen wir dann doch ab.
Über ruhige See schippert wir gen Westen. Bis zum markanten Leuchtturm von Andenes, dem nördlichsten Ort der Westerollen. Wir schlagen unser Lager am uns bekannten Campingplatz Bleik auf. Schnell zieht es uns an den Strand. Da draußen auf dem markanten Felsen befindet sich im Sommer die weltgrößte Population von Papageientauchern. Während der Brut und Aufzucht der Jungen befinden sie sich für einige Wochen an Land. Danach permanent in den Lüften. Bis zum nächsten Sommer. Und heute sehen wir sie, die Mitternachtssonne. Zum ersten Mal auf dieser Tour. Es ist fast wie Silvester. Alle warten auf 12 und schauen verklärt auf den Atlantik. Und hier ist auch der Beweis, dass die Sonne während der Mittsommerzeit nicht mehr den Horizont berührt. Dazu musst du natürlich nördlich des Polarkreises sein. Wir fahren heute mal um die Insel. Wir fahren jetzt um diese Insel Andøya. Da haben wir gestern schon einiges erkannt, was es, meinen wir zumindest, vor 11 Jahren bei unserer letzten Reise hier noch nicht gab. Da legen wir jetzt einmal ein paar Stopps ein. Und dann zeigen wir euch die Bilder. Hier vorne, gar nicht weit weg, ist schon der erste Fotopoint, den es lohnt anzusehen. Mir erschließt sich nicht, warum hier schwarzer, polierter Marmor in Quadern rumliegt. Oder gibt es hier die Vorkommen? Weiß das jemand? Schreibt mal in die Kommentare. Wir kommen zu einer Wetterstation. Von hier werden Raketen ins All geschossen. Warum der Gini allerdings dabei sein muss, weiß ich nicht.
In dieser Hütte möchte ich auch mal gerne sitzen und Polarlichter beobachten. Bei Lagerfeuer und Glühwein. In Andenes entdecken wir nichts Neues. Vielleicht die Goldnixe. Zum Abschluss die heiligen Worte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.